Hallo zusammen. Heute behandeln wir ein bisschen die Grundlagen von Hardware und Software. Wir brauchen das Grundwissen einfach für später für Exploit Development. Genau. Also wir schauen uns heute die Von-Neumann-Architektur an. Die CPU, den Speicher, das Bussystem. Wir schauen uns auch die x86-Architektur an. Linux, das ELF-Dateiformat und die Sektionen GOT und PLT. Genau. Also die Von-Neumann-Architektur ist ein Modell, wie ein Computer ungefähr aufgebaut ist und ist die Grundlage der meisten modernen Computer. Wir schauen uns dann die CPU an, das Bussystem und das Speicherwerk. Genau. Kommen wir zuerst zur CPU. Ja. Die CPU steht für Central Processing Unit und das ist die Hardware, die unseren Programmcode ausführt. Die CPU kann verschiedene Operationen ausführen, wie logische Operationen, arithmetische Operationen, also Berechnungen und auch Kontrolloperationen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man in einer im C-Programm zum Beispiel eine Funktion aufrufen will, dann muss man ja sozusagen woanders hinspringen zu der Funktion und dieser Sprung ist zum Beispiel eine Kontrolloperation. Genau. Die CPU hat auch Register, das sind einfach kleine Speicherplätze in der CPU und man kann die dazu benutzen, um Daten zu speichern, natürlich. Genau. Ja. Als nächstes schauen wir uns das Speicherwerk an. Also unser Code und andere Daten liegen im Speicher. Also mit Speicher spreche ich jetzt hier den RAM an, also die Computerhardware und den Swap Space. Der Unterschied ist, dass RAM einfach flüchtig ist. Das bedeutet, dass nach Ausschalten vom Computer zum Beispiel gehen die Daten, die darauf gespeichert waren, verloren. Und ja, RAM ist auch ziemlich viel schneller als der Swap Space, weil der Swap Space befindet sich im Secondary Memory, das bedeutet, also zum Beispiel auf einer Festplatte. Genau, und die Festplatte ist halt viel langsamer als RAM. Und deshalb wird auch in den allermeisten Fällen nur der RAM eben verwendet. Man kann auf den Speicher über Adressen zugreifen. Das heißt, zu jedem Ort im RAM gibt es eine Adresse. Aber der RAM ist kostbar, deshalb werden Daten, die lange nicht benutzt wurden, in den Swap Space verschoben, falls der verfügbar ist. Das geht einfach klar, weil diese Daten, wo lange nicht benutzt worden sind, die erfordern ja keine Schnelligkeit. Also man muss da nicht schnell drauf zugreifen können und so weiter. Genau. Und diesen Prozess, dass die Daten, wo nicht benutzt worden sind oder nicht, länger nicht benutzt worden sind, sie verschoben werden, dieser Prozess heißt halt Swapping. Genau. Jetzt kann ich das zeigen. Moment. Wir haben hier zwei Programme. Also einmal Programm 1.c. Es gibt hier einfach aus Hello World von Programm 1. Und das zweite Programm gibt dann entsprechend Hello World von Programm 2 aus. Wir schauen uns jetzt mal genauer an im Speicher. Also. Wir schauen uns jetzt das Programm 1 und 2 in einem Debugger an. Also mit dem können wir zum Beispiel unseren Programmcode im Speicher anschauen. Zum Beispiel die Main-Funktion. Also ihr müsst jetzt nicht verstehen, was hier steht. Das ist halt unser Programmcode in der Assembler-Sprache. Also es ist erstmal nicht wichtig, was hier ist. Wichtig ist, dass man sieht, diese Main-Funktion beginnt ab dieser Adresse. Also Hex 4004E7. Und hört hier auf. Genau, das scheint jetzt erstmal ganz normal. Jetzt schauen wir uns aber das zweite Programm an. Schauen uns auch die Main-Funktion an. Und sehen hier, ist es auch an der Adresse 4004E7. Sprich an der gleichen Adresse. Und jetzt fragt man sich, wie das funktioniert, dass diese beiden verschiedenen Programme, oder die, ja, genau, dass die Main-Funktion an der gleichen Adresse ist.
Der Grund, dass es funktioniert, ist, dass wir hier den virtuellen Speicher benutzen, anstatt direkt den primären. Und genau, wir benutzen hier Virtual Memory. Und das ist ein von anderen Prozessen separierter Address Space, also ein Adressraum. Der besteht aus primären und gegebenenfalls sekundären Speicher. Genau, und die beiden bilden halt einen fortlaufenden Adressraum. Genau, und Address Space oder Adressraum bedeutet einfach, dass eine Menge von Adressen einen zusammenhängenden Speicherbereich bilden und einheitlich angesprochen werden können. Und da jeder Prozess eben einen eigenen Address Space hat, kann der Programmcode immer an dieselbe Stelle geladen werden. Genau, und es ist auch dazu da, damit die Prozesse denken, dass sie die gesamte Hardware zur Verfügung hätten, also den gesamten physischen Speicher. Und Virtual Memory ist auch dazu da, dass der Zugriff von einem Prozess auf den anderen Prozess verhindert werden kann. Genau. Moment. So, also hier seht ihr nochmal Virtual Memory. Also das ist Virtual Memory von einem Prozess. Man kann hier gut sehen, dass RAM dort enthalten ist und gegebenenfalls, falls der Prozess länger nicht benutzt wurde, ist hier natürlich auch dann sekundärer Speicher drin enthalten. Genau, kommen wir jetzt zum Bussystem. Also man kann sich das Bussystem so vorstellen wie eine Straße für Daten. Also über den Databus werden Daten zwischen der Hardware transportiert, also zum Beispiel zwischen CPU und RAM. Und in dem Fall bestimmt der Addressbus die Adresse, wo halt auf den Speicher zugegriffen wird. Genau, das war es eigentlich schon. Schauen wir uns jetzt die x86-Architektur an. Und zuerst klären wir, was überhaupt eine Architektur ist. Also die CPU kann auf verschiedenen Architekturen aufgebaut sein. Eine Architektur definiert einfach das Verhalten von Maschinencode, die unterstützten Datentypen, Register, wie der Speicher verwaltet wird und weitere Features. Also die x86-Architektur ist eine der meist verbreiteten Architekturen. Die ursprüngliche x86-Architektur ist 32-Bit. Das heißt, die maximale Größe von Adressen, Registern und so weiter sind maximal 32 Bit oder beziehungsweise 4 Bytes groß. Und heutzutage wird die Standard x86-Architektur nicht mehr groß hergestellt und verwendet. Stattdessen ist halt eine Erweiterung der x86-Architektur heute sehr populär. Also es ist die x86-64-Architektur oder nur x64. Wie der Name schon ein bisschen sagt, ist es eine 64-Bit-Architektur. Also sind die Größen von Registern und Adressen 64-Bit bzw. 8-Byte groß. Die x86 und die x86-64-Architekturen sind beide Little Endian. Das bedeutet, dass Daten von links nach rechts im Speicher liegen. Und man kann es hier auf dem Bild gut sehen. Wenn wir jetzt hier eine Adresse oder Daten. Man sieht hier, dass das letzte Byte zuerst gespeichert wird, dann das zweite, also das zweitletzte wird danach gespeichert, dann das drittletzte, genau, und so weiter. Also immer in umgekehrter Reihenfolge sozusagen. Die Standard x86-Architektur besitzt 8 GPR, also das bedeutet General Purpose Register, sorry. Und die x86-64-Architektur besitzt 16 davon. Genau. Und ja, General Purpose Register, wie der Name auch schon sagt, kann man diese Register eben für mehrere Zwecke verwenden. Also später zeige ich auch noch spezifischere Register. So. Dann kommen wir noch zur Memory Segmentation. Also der virtuelle Address Space eines Programms wird in Segmente und Sektionen unterteilt.
Das heißt, es gibt mehrere Segmente, die wiederum in Sektionen für spezifischere Benutzungen aufgeteilt sind. Zum Beispiel im Text-Segment ist ausführbarer Code. Im Datensegment sind unter anderem initialisierte, globale und statische Variablen vorhanden. Im BSS-Segment sind eben die uninitialisierten Variablen. Das Heap-Segment hat eine dynamische Größe und wird auch zum Speichern von Daten verwendet. Und der Stack wird für unter anderem lokale Variablen verwendet. Und den Stack schauen wir uns jetzt genauer an. Wie der Name schon sagt, ist der Stack wie ein Stapel. Also man kann auf den Stapel etwas drauflegen oder wieder runternehmen. Es funktioniert mit Push- und Pop-Operationen. Man kann aber auch auf Daten zugreifen, die nicht an oberster Stelle auf dem Stack liegen, sondern eben mit anderen Operationen eben. Also bei Push und Pop können wir von oben was drauflegen oder runternehmen. Genau. Dann zeige ich euch jetzt noch ein bisschen spezifischere Register. Also der Stack Pointer zeigt auf das oberste Element auf dem Stack. Wenn etwas auf dem Stack gelegt wird, dekrementiert sich der Stack Pointer, also das heißt, er wird kleiner. Und wenn man was vom Stack herunternimmt, wird der Stack Pointer größer. Jetzt fragt ihr euch, wenn man jetzt auf dem Stack was drauflegt, warum wird der Stack Pointer dann kleiner und nicht größer? Das macht ja keinen Sinn. Das liegt einfach daran, dass der Stack im Speicher sozusagen auf dem Kopf steht. Also man tut sozusagen, wenn man von unten was drauflegen und wieder wegnehmen. Also genau, ich kann es euch auch in meinem Programm zeigen. Also wir haben hier ein Programm, push.c. Wir tun hier mit einer Push-Operation einfach ein paar No oder mit, ja, mit Push-Operationen legen wir ein paar Zahlen auf den Stack und mit Pop-Operationen nehmen wir die Zahlen wieder vom Stack runter und speichern sie eben RAX-Register. Das kann ich jetzt auch mal zeigen im Debugger. Okay, wir sehen hier, dass hier unsere Push-Operationen und Pop-Operationen sind. Wir tun jetzt hier mal einen Breakpoint setzen, also einen Punkt, wo wir jetzt erstmal stoppen, wo dass wir das uns genau ansehen können. Also jetzt sehen wir hier, wir sind kurz davor, unsere Push-Operation auszuführen. Und hier ist unser Stack. Also das sind die Daten vom Stack und jetzt passt auf, was jetzt passiert. Wir machen jetzt das NI eingeben für Next Instruction. Also wir führen jetzt nur ein, wir führen jetzt die nächste Instruktion aus. Jetzt seht ihr hier, es wurde gerade eben die 0 auf den Stack gelegt. Wir machen nochmal eins weiter. Seht ihr hier, die 1, wo wir gerade also diese Operation, wo wir gerade ausgeführt haben, die hat jetzt die 1 auf den Stack gelegt. Und jetzt wird natürlich auch gleich die 2 auf den Stack gelegt werden und die 3. Hier ist die 2. Und hier ist die 3. Und wie ihr seht, wir haben auf dem Stack was draufgelegt. Der Stack Pointer hat sich immer verkleinert oder dekrementiert. Und jetzt, wenn wir jetzt hier die Pop-Operation ausführen, dann nehmen wir die Sachen vom Stack runter und der Stack Pointer vergrößert sich. Also hier haben wir der Stack Pointer enthält jetzt die Adresse, die auf 580 endet. Gehen wir in die nächste Instruction. Jetzt 588, 590, 98 und A0. Kommen wir zum Instruction Pointer. Also der Instruction Pointer zeigt auf die aktuelle Instruktion oder beziehungsweise den Code, der gerade ausgeführt wird. Genau, das war's eigentlich. Und zum Base Pointer oder zum Frame Pointer kommen wir später. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Und genau dann, wie gesagt, mehrere General Purpose Register. Okay, dann. Okay. Speicherregionen haben verschiedene Zugriffsrechte. Also Speicherregionen sind Bereiche im Speicher, welche zu Segmenten, Dateien und so weiter gehören. Man kann auch nur auf Adressen zugreifen, welche innerhalb von Speicherregionen liegen. Andernfalls erhält man einen Fehler.
Und die Zugriffsrechte der Speicherregion variieren halt, je nachdem, welcher Zweck diese Region erfüllt. Also zum Beispiel Programmcode ist lesbar und ausführbar. Und Daten sind in der Regel lesbar und schreibbar. Also bei Variablen möchten wir gern zum Beispiel auslesen oder verändern. Deshalb auch ja, lesen und schreiben. Das kann ich euch auch zeigen anhand eines Programms. Nehmen gerade unser Push-Programm. Wir schauen uns jetzt die Speicherregion an. Also, Moment. Hier oben, ab der Adresse 4000, dort ist unser Programmcode in dieser Speicherregion. Seht ihr auch dieses lesbar und ausführbar. Das X steht für ausführbar. Hier. Genau. Hier sind Daten, die man nur lesen kann anscheinend. Wie man hier sieht, R nur für Read oder Lesen. Hier sind vermutlich Variablen drin. RW, Lesen und Schreiben. Und genau, der Stack ist natürlich auch lesbar und schreibbar. Wir können ja da natürlich was drauf legen. Und ja, davon natürlich auch lesen. Deshalb. Genau, und die anderen Speicherregionen, die sind jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Genau. Also Linux ist ein Unix-ähnliches System. Das heißt, es ist nicht direkt abstammend von Unix, sondern es ist nachempfunden. Und ja, Linux wurde 1991 veröffentlicht und wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit dem Linux-Kernel. Also der Linux-Kernel ist eine Software, welche volle Kontrolle über das Operating System hat. Und ja, der Kernel ist sozusagen eine Brücke zwischen Hardware und Software. Das heißt, Software und Hardware können mit Hilfe des Kernels miteinander kommunizieren. Und das geschieht in der Regel mit Interrupts und Syscalls. Das erkläre ich euch auch gleich. Und auf Linux gibt es das Standarddateiformat 11. Und ja, genau, das kommt auch gleich noch. Es gibt sogenannte Kernel Protection Rings oder Privilege Levels. Und je niedriger die Levelzahl bzw. Ringzahl, desto mehr Privilegien hat man. Und auf Linux gibt es normalerweise vier Level bzw. Stufen. Normale Programme sind sehr unprivilegiert, weil, ja, genau, die laufen einfach im Privilege Level 3. Und ja, in diesem Level hat man keinen direkten Zugriff auf die Hardware. Also wenn das Programm jetzt mit dem Kernel und der Hardware interagieren will, wird ein Systemaufruf verwendet. Also mit einem Systemaufruf springt man zu bestimmten Code im Kernel und wechselt das Privilege Level von 3 zu 0, damit man mit der Hardware interagieren kann. Genau. Kommen wir zu den Systemaufrufen. Bisschen schauen wir uns mehr im Detail an. Also man kann einen Syscall mit Hilfe von bestimmten Instruktionen oder bestimmten Code, bestimmte Befehle aufrufen. Wie die Syscalls dann aufgerufen werden, variiert zwischen 64 und 32 Bit oder da genauer gesagt variiert zwischen x86 und x86-64. Also auf der x86-64-Architektur wird die Syscall Instruction verwendet. Also das funktioniert so, die Adresse zur nächsten Instruction, also die darauffolgende Instruction nach der Syscall Instruction wird gesichert in einem Register und es wird zum Code im Kernel gesprungen. Dieser überprüft die Register und springt zum richtigen Syscall. Jetzt, da wir uns jetzt im Kernel-Modus befinden, also im Ring 0, kann auf die Hardware zugegriffen werden und genau. Das Syscall wird ausgeführt. Und nach Beenden wird zu der Adresse, die wir da vorne im Register gesichert haben, wird dahin wieder zurückgesprungen. Und dann wird weitergemacht mit der Ausführung des eigentlichen Programmcodes.
Und auf der normalen x86-Architektur, also auf der 32-Bit-Architektur, wird die Syscall-Instruction nicht verwendet, sondern direkt ein Interrupt. Also jetzt erstmal zu Interrupts generell. Also es gibt verschiedene Interrupts, welche nummeriert sind. Und beim Interrupt wird die CPU und der Kernel unterbrochen, der aktuelle Zustand gesichert, also die Register, und zu einem Interrupt-Handler gesprungen. Das ist sozusagen ein Code, der ausgeführt wird im Kernel, wenn so ein Interrupt auftritt. Bei dem Interrupt 0x80 wird zu einem entsprechenden Syscall-Interrupt-Handler gesprungen, also zu einem Interrupt-Handler, der halt einfach bei dem Interrupt 0x80 ausgeführt wird. Ja, der überprüft dann einfach die Register und springt zum richtigen Syscall-Code und nach Beenden wird wieder der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt und zum Programm wieder zurückgesprungen. Also die Syscalls brauchen natürlich auch Parameter, weil ja, man muss den Syscalls auch eine gewisse Menge an Daten übergeben, damit die auch was Sinnvolles machen können. Und dazu werden die werden halt über Register übergeben. Und die Linux Calling Convention beschreibt, wo diese Parameter für die Syscalls und später auch die Funktionen, wo die gespeichert werden sollen. Also bei den System Calls wird zum Beispiel die Systemaufrufnummer wird in RAX gespeichert und die Argumente werden auf Hinsicht wir zumindest in ja, RDI, RSI, RDX und so weiter. In den Registern werden die Argumente gespeichert. Genau. Auf 32-Bit wird auch das ERX-Register für die Systemaufrufnummer verwendet. Und die Argumente werden nacheinander, also zuerst mal in EBX, ECX und so weiter gespeichert. Und zum Argument 6, da seht ihr vielleicht diese eckigen Klammern drumherum. Das bedeutet einfach, dass in diesem EBP-Register, dass dort sich eine Adresse befindet und in dieser Adresse befindet sich dann das Argument 6. Genau. Also für Funktionen gibt es auch eine Calling Convention, die ist ein bisschen anders. Also bei 64-Bit werden die Argumente, also das erste Argument wird in RDI, dann RSI gespeichert, also auch sieht man hier ganz schön aufgelistet. Dann bei 32-Bit ist es jetzt ein bisschen anders. Die Argumente werden jetzt nicht direkt aus den Registern entnommen, sondern vom Stack. Also hier dieses Argument 1 wird vom Stack Pointer, also plus 4, also das ist sozusagen das zweite Element vom Stack, ist das Argument 1, also das zweitoberste Element ist das Argument 1. Dann beim Argument 2 ist es dann das drittoberste Element und so weiter und genau. Ich bin einfach auf dem Stack bei 32-Bit. Genau, das war's auch schon. Kommen wir zum letzten Punkt. Das 11-Dateiformat. Es ist wie gesagt das Standard-Dateiformat einer ausführbaren Datei auf Linux. Das heißt, das OS kann nur 11 Dateien interpretieren, weil es auch nur die Struktur einer 11-Datei versteht. Genau, und die Struktur einer 11-Datei sieht wie folgt aus. Also im ELF-Header, ganz oben hier, sind so ein bisschen Basisinformationen, also wie zum Beispiel Magic Bytes, das ist das Kennzeichen für eine ELF-Datei, oder die Endianess, also hier bei uns, die ist natürlich Endianess, also Little Endian, genau, weil wir auf x86 sind. Ja, die sind jetzt die anderen. Sachen, die im ELF-Header stehen, die sind jetzt erstmal auch nicht wichtig für uns. Also als nächstes kommt der Program-Header-Table. Der Program-Header-Table definiert, wo und mit welchen Berechtigungen unsere Segmente in den Speicher geladen werden. Also das heißt, der Kernel allokiert auf der Basis von einem Program-Header-Table die Speicherregion und kopiert die Daten
dazugehörigen Segmente einfach dorthin. Genau. Und im Section Header Table befinden sich Informationen über die Sektionen einfach. Und wo sie sich befinden. Genau. So. Im Speicher sieht das Ganze dann so aus. Also an der niedrigsten Adresse befindet sich das Textsegment, welches den Programmcode und konstante Daten enthält. Danach folgen das Data und das BSS-Segment. Sie enthalten halt globale und konstante Variablen. Wenn die Daten initialisiert sind, befinden sie sich einfach im Data-Segment und wenn sie eben nicht initialisiert sind, im BSS-Segment. Ja, darauf folgt der Heap. Also in ihm befinden sich dynamische Daten. Die Daten auf dem Heap werden in Richtung der Shared Libraries allokiert. Das heißt, wenn man mehrere Sachen allokiert nacheinander, dann werden die in Richtung der Shared Libraries sozusagen ja, allokiert. Also genau. Moment. Der Stack befindet sich über den Shared Libraries. Und wenn wir Daten auf den Stack legen, wächst dieser in Richtung der Shared Libraries, also in Richtung niedrigere Adressen. Wie wir vorhin schon gesehen haben, der Stack ist ja so ein bisschen auf dem Kopf. Wenn wir was drauflegen, wächst es sozusagen nach unten. Und deshalb sind auch hier die Pfeile. Genau. Was wir aber immer noch nicht geklärt haben, ist, was sind überhaupt Shared Libraries? Und dazu kommen wir jetzt. Also Shared Libraries sind Dateien, in denen Funktionen und Daten sich befinden, die für das eigentliche Programm notwendig sind. Wenn man zum Beispiel in C die Printf-Funktion verwenden will, greift man auf die Shared Libraries zu, in denen der Code der Printf-Funktion liegt. Die Shared Libraries werden in den virtuellen Address Space eines Programms geladen, damit das Programm auf die Funktionen und Daten zugreifen kann. Also Programme, die auf diese Shared Libraries angewiesen sind, heißen dynamisch gelinkte Programme oder ausführbare Dateien. Genau, und die haben halt den Vorteil, dass sie relativ klein sind, weil sie ja den Code der ganzen Funktion nicht enthalten. Ja, und also im Gegensatz dazu sind statisch gelinkte Programme, einfach Dateien oder ja, Programme, die die Shared Libraries schon enthalten. Also das heißt, die wurden beim Linken mit dem Linker zu einer Datei gemacht. Das heißt, wenn wir auf die Printf-Funktion dann auch zugreifen wollen, rufen wir einfach die Funktion im Textsegment des Programms auf, weil die einfach miteinander kompiliert worden und gelinkt worden sind. Der Nachteil daran ist, dass aber die Dateien viel größer sind. Und genau. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie es jetzt alles aussieht. Also hier sind Code, Daten von unserem Programm enthalten. Hier libc, das sind Shared Libraries. Hier gibt es auch Code hier in diesem Speicherbereich und hier mehrere Speicherbereiche für Daten. Hier ist der linke reingeladen und genau. Und die anderen Sachen, die interessieren uns jetzt erstmal auch gar nicht. Aber jetzt habt ihr zumindest ein grobes Verständnis, wie ein Programm, so im Memory oder im Speicher halt aussieht. Genau. Okay, dann schauen wir uns jetzt auch an, wie ein Programm überhaupt ausgeführt wird. Also zuerst startet man das Programm über das Terminal oder über ein Shell-Skript, wie auch immer. Dadurch wird halt ein Systemaufruf aufgerufen, der heißt einfach execvi, der führt einfach ein neues Programm aus. Der Kernel allokiert dann einfach unseren virtuellen Address Space und kopiert einfach die Programmdaten dorthin. Zum Schluss wird zum Entry Point gesprungen, das heißt, es wird zum Start des Programms gesprungen und das Programm wird einfach ausgeführt. Genau, das war es eigentlich schon. So. Dann ASLR, also um das Exploiten zu erschweren, wurde ein Mittel namens ASLR eingeführt. Das bedeutet so viel wie Address Space Layout Randomization.
Und wenn ASLR aktiv sind, werden Heap, Shared Library und Stack-Adressen teilweise zufällig gewählt. Das kann ich euch auch so zeigen. Also wir schauen uns jetzt hier im LDD an, wo jetzt zum Beispiel die Shared Library geladen wurde. Wir sehen hier unsere libc, das ist in unserem Fall die Shared Library, wurde an diese Adresse geladen im Speicher. Wenn wir jetzt aber jetzt nochmal das ausführen, ein paar Mal, seht ihr, dass diese Adressen hier sich verändern. Das heißt, diese Zahlen, wo ich hier markiert habe, die verändern sich nach jedem Ausführen. Und, ja, genau. Und es ist nur die Frage, wenn die Adressen von den Shared Libraries immer anders sind nach jedem Ausführen, wie kann das Programm dann zum Beispiel die Print-Funktion aufrufen? Wie soll das Programm dann die Adresse wissen von dieser Print-Funktion, weil die ja in der Shared Library liegt? Dazu kommen wir auch jetzt. Dafür gibt es halt den dynamischen Linker und die Sektionen GOT und PLT. Die GOT-Sektion befindet sich im Datensegment und die PLT-Funktion im Textsegment. Zu jeder Shared Library-Funktion, welche im Programm benutzt wird, gehört ein GOT-Eintrag und eine PLT-Funktion. Wenn man jetzt in einem Programm eine Shared Library-Funktion aufrufen will, zum Beispiel printf, springt man zu der zugehörigen Funktion im PLT. Diese Funktion springt zu der Adresse, welche sich im entsprechenden GOT-Eintrag befindet. Wenn man zum ersten Mal im Laufe des Programms die Funktion aufgerufen hat, befindet sich im GOT eine Adresse, welche zurück auf dem PLT zeigt. Das heißt, man springt wieder zurück. Dann wird der dynamische Link aufgerufen. Und dieser platziert. Moment, sorry. Dieser platziert die Shared Library Adresse der Funktion im GOT und es wird zur Adresse gesprungen. Also, genau. Und das nächste Mal, wenn wir die PLT-Funktion aufrufen, wird direkt zur Shared Library-Funktion gesprungen, weil die vom Linker schon im GOT platziert worden ist. Und dieser Prozess, dass dieser dynamische Linker erst beim Aufrufen die Shared Library-Adressen im GOT platziert, heißt Lazy Binding. Wie der dynamische Linker das genau macht, also dass er die Shared Library-Adressen im GOT platziert, ist erstmal für uns nicht so wichtig. Das war jetzt ziemlich hart gerade und ziemlich schwer zu verstehen, deshalb zeige ich euch das jetzt nochmal richtig anhand vom Beispiel. Okay, also schauen wir uns jetzt nochmal die Main-Funktion an von unserem Programm 1. So. Also Programm 1, wir haben hier printf Hello World von Programm 1 ausgeführt. Jetzt wundert ihr euch, warum in der Main-Funktion vielleicht Putz steht. Es ist einfach so, dass der Compiler also aus Performance-Gründen hat der printf mit Putz ersetzt. Also wir können uns das genauso vorstellen, als stellen wir jetzt hier genau das hier. Also genau, hier haben wir unsere Putz-Funktion. Also dies Putz ist auch eine Shared Library. Genau. Also hier sehen wir unsere PLT-Funktion. Wir machen hier einen Breakpoint, bevor wir diese Funktion aufrufen. So, jetzt springen wir hier zu unserer Putz-PLT-Funktion. Also, oh, sorry. Sorry. Also, wir sind jetzt hier in unserer Putz-PLT-Funktion. Und jetzt wird hier zum GOT, zu der Adresse, welche sich im GOT befindet, gesprungen. Schauen wir uns die Adresse an. Ja, die Adresse ist 400.356 und wir sehen, dass es hier direkt wieder zurück zeigt in dem PLT. Also wird wieder zurückgesprungen in dem PLT. Wir springen jetzt hier hin zu dieser Adresse. Mal schauen. Und jetzt wird hier gesprungen zu dieser Adresse. Und diese Adresse, wenn wir jetzt hier hinspringen, wird der dynamische Linker ausgeführt. Und der platziert jetzt dann unsere Funktion im GOT. Jetzt nochmal die Main-Funktion anschauen.
Aber hier Breakpoint. Und jetzt schauen wir uns nochmal den GOT an. Ihr erinnert euch, davor war jetzt die Adresse drin, die wieder hier zurückgezeigt hat in dem PLT. Jetzt schauen wir mal. Jetzt befindet sich hier eine andere Adresse. Schauen wir uns mal die Puts-Adresse an. Und wir sehen hier, es stimmt überein und der Linker hat jetzt erfolgreich die Adresse der Puts-Funktion im GOT gespeichert. Das heißt, jetzt können wir, jetzt wurde die Funktion aufgerufen und in Zukunft muss der Linker auch nicht mehr aufgerufen werden, weil wir hier eben schon die Adresse drin stehen haben. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und vielleicht auch weitergebracht. Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Das war's dann. Thank you.